Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Sendung von Mr. Raw. Wir machen heute mal wieder eine kleine Sendung über Erfahrungsberichte, über interessante Menschen, über das Portal Green Foodie, das jetzt umbenannt wird in Rohkosteria. Hier, dieser Laden ist ein Zentrum für alle gesundheitsbewussten Menschen. Alle Leute, die sich irgendwie für Ernährung, Gesundheit oder allgemein Heilung interessieren, finden sich hier in den Jahren mal ein. Und ich habe von all diesen Menschen gelernt, tolle Geschichten erlebt und habe heute mal wieder was ganz Besonderes zum Start in diese kleine Serie. Und zwar habe ich Eva zu Gast, die ein super geiles Projekt hat, das ich natürlich unterstützen will. Hi Eva erstmal. Hi, freut mich hier sein zu dürfen. Freut mich, dass du da bist. Was hast du für ein Projekt? Wir werden 7500 Kilometer zu Fuß gehen, von Bulgarien bis nach Spanien. Von Bulgarien bis nach Spanien zu Fuß. Und dabei Spenden sammeln. Für kleine, wohltätige Projekte, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat und die dann verloren gehen, obwohl die tolle Sachen machen. Okay. Ihr habt gerade den Krankenwagen gehört, Leute. Das größte Problem neben der Fehlernährung ist der Mangel an Bewegung. Wie viele Schritte läuft der durchschnittliche Deutsche am Tag? Muss ich das schätzen? Ja. 500? Ja, es gibt Statistiken, die sagen zwischen 500 und 1000, manche 1500. Es sind manchmal wirklich Leute, ich konnte es gar nicht glauben, weil die Leute sagen mir, oh, ich bin heute 15.000, der andere 12.000. Nein, Leute, der Durchschnittsbürger bewegt sich sehr, sehr wenig, was dazu führt, dass natürlich der ganze Stoffwechsel, der ganze Bewegungsablauf, die ganze Muskulatur, alles verkümmert. Ja? Wir können noch so gesund uns ernähren, wenn wir nicht in die Bewegung kommen, wenn wir nicht anfangen zu laufen, zu gehen. Ja? Und so das machen, zu was wir archetypisch gemacht waren, nämlich unsere Vorfahren sind 15.000 Schritte am Tag gegangen und wir sind Hochleistungskörper, Leute. Wir werden unterfordert durch die Schreibtischsitzerei, Autositzerei. Überall sitzen wir rum. Wir sitzen jetzt auch gerade wieder. Immer wird gesessen. Sitzen ist das neue Rauchen, Leute. Sitzen ist gefährlicher als Rauchen. Deswegen dein Projekt richtig cool. Also ihr lauft dann von Ukraine bis von der Ukraine, von Ungarn. Bulgarien. Von Bulgarien. Von Bulgarien nach Spanien. Wie viele Kilometer sind das? 7500 und das Motto ist, jeder Schritt zählt. Also jeder Schritt zählt. Und in welcher Zeit wollt ihr das absolvieren? Ein Jahr, 365 Tage, jeden Tag zwischen 20 Kilometern und mehr, je nachdem. Aber wir brauchen noch Ruhetage, okay. Weil wir wollen die Projekte ja auch noch selber unterstützen und nicht nur Spenden sammeln, sondern sagen, okay, mit uns laufen unter anderem auch Menschen mit Rollstuhl mit, die auch sonst unterstützt werden, von klein bis groß. Super. Ja. Und ich hoffe, ihr lauft auch mit uns mit. Okay, ihr kommt dann hier durch Frankfurt durchgelaufen und dann kann man sich ein Stück euch anschließen und ein bisschen mit. Wie groß ist denn eure Gruppe bis jetzt? Wir haben immer wieder so ein paar, also wir sind zwei Personen, die immer laufen. Und zwischendurch kommen bis zu 20, 30, wir hoffen auch mehr, weil je mehr die Leute dabei sind, desto größer die Bewegung. Mhm. Und unser Gedanke ist, dass wenn man was versucht, etwas zu machen, dann kann man auch was erreichen. Super, ganz genau, meine Rede. Wo macht ihr das viral? Welche Portale nutzt ihr, um die Leute darauf aufmerksam zu machen? Hast du eine Facebook-Seite, Instagram, wie macht ihr das? Alles. Alles. Facebook, Instagram, YouTube-Channel, Webseite, auf der man uns auch per GPS nachverfolgen kann. Das heißt, man kann sehen, okay, wir sind da habe ich Lust mitzukommen und man kommt einfach ein paar Schritte mit. Cool, okay. Und du gibst mir all diese Links, die werde ich unter das Video setzen und dann schauen wir mal, ob vielleicht ein paar dieser interessanten, gesundheitsbewussten Zuschauer sich euch anschließen werden. Wir würden uns unheimlich freuen. Super. Hast du sonst noch eine Botschaft für die Menschheit da draußen? Ich bin nur deswegen hier hingekommen, weil ich einfach diese Smoothies so sehr, eigentlich einmal auf der Arbeit trinken kann und weil sie einfach richtig geil schmecken. Ganz genau. Ja. Smoothies und Superfoods sind der erste Schritt in Richtung Gesundheit. So fängt es meistens an. Es ist simpel, es ist einfach, man muss nicht seine Ernährungsweise umstellen. Einfach morgens mit einem grünen Smoothie anfangen, nicht zu viel Obst rein, Superfoods dazu, in den Smoothie entweder rein oder dazu morgens nehmen. Vitamin D3, ganz, ganz wichtig, denn Leute, schaut mal nach oben. Das war der düsterste Winter aller Zeiten und wir brauchen einfach Nährstoffe. Wie viel Prozent hat die Nährstoffdichte im durchschnittlichen Obst und Gemüse in Europa abgebaut? 70? Wow, sehr hoch, schon unglaublich viel. 87% haben unsere Nahrungsmittel heute weniger Nährstoffe als vor 100 Jahren. 87% im Durchschnitt. Brokkoli, 75% weniger Magnesium. Erdbeeren waren es genau 87% weniger Nährstoffe allgemein. Äpfel, 40% weniger Vitamin C. Also es sind dramatische Statistiken. Und welche Krankheit ist die einzige Krankheit, die den Menschen heimsuchen kann? Mangel.
Ja, manche sagen Vergiftung, aber die Vergiftung kann man mit den richtigen Nährstoffen ausmerzen. Mangel, und Mangel entsteht durch Stress. Und Stress entsteht durch Mangel. Also Leute, ladet euch mit Superfoods auf, Leute. Ich sag das nicht nur so. Ihr seht, ich sprühe immer voller Lebens. Ich bin immer eigentlich immer gut drauf und fit. Natürlich gibt es Tage, wenn ich mal schlecht schlafe oder so, habe ich Augenringe oder habe meine Entgiftungsphase. Aber grundsätzlich bin ich auf einem sehr hohen Energielevel und das geht nur mit energiereicher Nahrung und sehr viel Bewegung. Deswegen ein Hoch auf deine Bewegung. Ja, das ist eine klasse Bewegung, die da ins Leben setzt. Und bewegt euch mehr, Leute. Werdet von Schreibtischtätern zu wieder, sag ich mal, wilden, jungen Kindern, die in der... Kinder? Habt ihr schon mal Kinder gesehen, die normal durch die Stadt laufen oder rennen die immer? Als Kind ist man doch immer gerannt, oder? Computerspiel, wenn ihr da irgendwelche Spiele zockt, lauft ihr mit dieser Person so durch die Gegend oder rennt ihr die ganze Zeit? Leute, das Leben ist ein Abenteuer. Man muss rennen, man muss in Bewegung sein, man muss sich selbst erleben. Schaut euch Ido Portal an, klasse Kerl. Wim Hof, das sind Leute, die gehen über extreme Grenzen und zeigen uns, zu was der menschliche Körper eigentlich in der Lage ist. Leute, danke für diese kleine Shortcut-Sendung, die ihr hier mit mir verfolgt. Wir zeigen euch jetzt geile Leute, die mal wieder hier waren bei uns, haben klasse Erfahrungsberichte über Gottkost, über einmal am Tag essen, über Umstellung auf vegane Ernährung, über Superfoods und alles, was sie erleben, kriegt ihr heute kompakt in dieser Sendung. Danke dir, Eva. Danke dir, hat mich gefreut. Hat mich auch gefreut und sehr, sehr gute Reise. Ich hoffe, bis bald. Ich hoffe auch, bis bald. Sehr gut. Hallo ihr Lieben, wir sind mal wieder im Himmel auf Erden und ich habe Junet zu Gast. Hi Junet, schön, dass du da bist. Servus David. Du kommst hier aus Hessen, aus der Nähe von Frankfurt, was heißt aus der Nähe, du aus Kassel. Genau. Und bist hier mich besuchen gekommen. Du hattest mal vor einer Zeit ein Acheon bei mir gestellt. Genau. Und hast seitdem auch einiges umgesetzt, was ich alles in meinen Videos immer so predige. Durchaus, genau. Vegane Rohkost, Sprossen ziehen, Ernährung umstellen etc. Und wie sind so deine ersten Eindrücke? Meine ersten Eindrücke sind eigentlich mega positiv. Es war natürlich eine extreme Umstellung letzten Endes. Du hast viel Gegenwind bekommen von deinen Familienmitgliedern, von deinen Freunden etc., weil man halt vieles umgestellt hat, die Ernährung, wenn man sich nicht normal ernährt. Also, wie soll ich sagen? Was ist schon normal? Genau, wenn man jetzt letztlich nicht dieses typische Konsumverhalten wie Fleisch konsumieren, Fisch, Milchprodukte und so weiter, wenn man da wirklich nach und nach einfach aufhört damit. Dann, und auch zudem auch noch ein bisschen abnimmt. Das ist bei mir auch der Fall richtig, gewesen. Das ich ist das klassische Problem. Das haben wir schon mehrfach erörtert, Leute. Genau. Habt keine Angst vorm Abnehmen. Es ist ganz wichtig, damit euer Körper wieder gesund aufbauen kann. Also ich habe auf jeden Fall auch erstmal selber einen kleinen Schock bekommen, weil ich halt 5 Kilo abgenommen hatte. Aber wie alle schon sagen, ist es halt eine natürliche Reaktion des Körpers, wenn er entgiftet, dass das halt letztlich passiert. Richtig. Ne? Und wie ist so dein Energielevel, seitdem du jetzt diese Entgiftungserscheinung hast? Was also hat sich verändert? Extrem. Also, wie soll ich das sagen? Also, mein Energielevel ist von hier unten bis nach fast ganz oben gegangen. Klar, nach oben gibt es keine Grenzen. Aber ich bin auf einem Level, wo ich einfach sage, ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich nehme regelmäßig halt Chlorella von... darf ich die Firma sagen? Ja, von Algomed. Und es tut sich einfach was. Also dieses Vernebeltsein, also das sage ich auch immer sehr, sehr oft zu meinen Kumpels, dass ich vor einem halben Jahr, wo ich noch wirklich sehr, sehr unbewusst gelebt hatte, dass ich so gewissermaßen vernebelt war, dass ich auch leichte psychische Probleme hatte, wie jedermann wahrscheinlich, ne? Und irgendwann auch so viele Dinge hinterfragt habe und ein kleines Tief gekommen bin. Und durch dich unter anderem natürlich, durch den Cristiano Ronaldo, der Gesundheits- oder Ernährungsweise sozusagen, bin ich halt wirklich aufgeweckt worden, habe vieles umgestellt, nehme jetzt Nahrungsergänzungsmittel hoch 10, also ich nehme hochdosiertes Vitamin C, Vitamin D am Tag auch wirklich sehr, sehr viel mit K2, ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich Chlorella, mindestens 20 bis 40 Presslinge am Tag, ne? Also das gibt mir auch so einen gewissen Energieschub. Super. Und wie groß ist der Einfluss vom Acheon gewesen auf deine Veränderung? Ich meine, du trinkst ja jetzt vitalisiertes, basisches Wasser. Hm. Was meinst du, hat das für einen Stellenwert gehabt bei deiner Entwicklung? Das kann ich jetzt nicht 100% beurteilen. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, das ist ja das Wichtigste, glaube ich, so die Psyche dabei, dass ich jetzt gereinigtes Wasser trinke. Also ich weiß ja durchs Netz und durch viele andere, dass das Wasser, grundsätzlich unsere Leitungswasser und auch die Mineralwässer extrem mit Pestiziden, Schwermetallen und anderen schädlichen Substanzen
versehen sind und dass wir letzten Endes das alles aufgenommen haben. Und durch den Aquion weiß ich halt, dass der in der Lage ist, letztlich all diese schlimmen Sachen auszufiltern. Und dementsprechend tue ich meinem Körper was Gutes. Und Wasser ist ja ein Lebenselixier. Wir bestehen zu, der eine sagt 70, der andere sagt 90% aus Wasser. 99% auf molekularer Ebene, Leute, okay. Könnt ihr recherchieren. Ja. Okay, 99% aus Wasser. Und ja, wie gesagt, ich habe einen richtigen Wandel durchgemacht. Also mein Bewusstsein hat sich fast 180 Grad gedreht. Ich bin viel klarer im Kopf, bin viel bewusster, viel sensibler, ich kann Emotionen viel besser zeigen und bin halt wieder im Leben. Ne? Also ich war vorher wirklich so in diesem Zombie-Modus, wie viele es so sagen. Und ich merke es von Tag zu Tag, dass es mir immer wieder besser, also immer besser geht und ich immer vitaler und energetischer werde. Und ja, also wie gehst du mit den Anfeindungen um, wenn die Leute sagen, hey, du hast ja voll abgenommen, du siehst ungesund aus und so? Also ich kann relativ gut damit umgehen, weil ich halt selbstbewusst bin und mich nicht so wirklich da reinreden lasse, wenn ich von einer Sache überzeugt bin. Richtig. Bei manch anderen Leuten, auch unter anderem bei meiner Frau, ist jetzt nicht böse gemeint, die ist übrigens auch neben mir, genau, die ist natürlich halt noch so ein bisschen sensibler. Ne? Ja, die lässt sich das schon irgendwie lässt an sich ran und hat da nicht so viele Argumente, warum, wieso, weshalb das so ist. Ne? Aber letztlich ist es wirklich krank, wie man schon immer so sagt, an eine kranke Gesellschaft angepasst zu sein. Ganz die genau. Gesellschaft ist ja fettleibig, überfressen und total ungesund und richtig. Jeder zweite hat irgendein Leiden. Und aus dem Grund stehe ich da voll und ganz dahinter und weiß, dass ich meinem Körper das Beste tue und gebe. Ne? Ja. Super. Freut mich. Dementsprechend waren auch seine Bioscan-Ergebnisse wirklich schon sehr positiv. Hat mich sehr gefreut. Danke für deinen sehr ausführlichen Einblick in die Umstellung auf eine vegane Lebensweise und wirklich großes Kompliment weiter so. Weil besonders, wenn man im Umfeld keine wirkliche Freunde oder Menschen hat, die da mitziehen, ist es besonders schwierig, so eine Ernährungsumstellung mitzuziehen. Deswegen danke ich auch euch allen da draußen, Leute, dass wir so eine schöne, große Community bilden. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr gerne mal hier vorbeikommt, dass ihr auch davon teil werdet oder wenn ihr euch vernetzt oder unter den Videos kommentiert und Freundschaften schließt in diese Richtung, Leute, damit wir eine neue Menschheitskultur begründen können. Macht's gut, ihr Lieben. Servus. Ciao, ciao. Sehr gut. Hallo, ihr Lieben. Wir sind mal wieder unter dem Himmel auf Erden, hier in dem Rohkostparadies, in der Rohkosteria. Wir haben Kathi zu Gast. Hi, Kathi. Ja, schön, dass du da hallo. Bist. Hallo. Kathi hat eine Ernährungsumstellung hinter sich und hat gerade eine Klausur geschrieben. Und wie war so das Gefühl in der Klausur? Also die Klausuren heute waren sehr gut. Ich habe halt echt die letzte Zeit sehr, sehr viel gelernt. Und gerade gestern habe ich wirklich gemerkt, irgendwie, ich konnte die Texte, also das, was ich lernen musste, viel besser aufnehmen. Und ich dachte so, okay, was ist jetzt los? Ich kann mir das alles merken. Und heute in der Klausur, ich habe mir die Fragen angeguckt und ich dachte so, wow, okay, ich kann alles. Ich konnte alles runterschreiben, ja, und dachte so, wow, okay. Also ich habe das Gefühl, ich bin viel fokussierter. Also durch die Ernährungsumstellung auch viel, ja, man fühlt sich viel reiner, viel besser, viel vitaler. Der Kopf ist irgendwie einfach viel klarer. Man kann besser denken und ich glaube, dadurch konnte ich auch viel besser lernen. Und deswegen, also es war schon... Ja, wow. Das merkt man auch an deiner Formulierung. Also ich hätte das besser nicht formulieren können, was du gerade gesagt hast. Das kommt ja wie aus der Pistole geschossen. Ja, klar, ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht gerade. Das war einfach so. Und wir hatten ja auch, wollten ja auch ein bisschen um deine Haut beobachten. Wie hat sich deine Haut verändert? Also meine Haut ist auf jeden Fall schon mal besser geworden. Sieht man auch, ja. Ja, also klar, so ein bisschen so die Narben und so, die Punkte sind noch da. Aber es ist alles glatt. Mhm. Also es ist nicht mehr entzündet. Hast du ein Bild von vorher? Ja, ich habe auch Bilder. Willst du dich trauen, das Bild hier einzufügen? Ja, kann ich machen. Okay, dann zeigen wir jetzt mal hier das Bild an der Seite. Ich tue meinen Kopf weg. Wenn du es mir dann schickst, werde ich es jetzt hier einblenden. Und ihr seht ja sie dazu im Vergleich. Ja, also es hat sich schon deutlich verbessert. Das ist aber noch gar nicht lange her. Wann haben wir angefangen? Wann haben wir angefangen? Ich habe vor nicht mal 3 Wochen angefangen. Und es hat sich direkt verändert nach den ersten Einläufen, auf die ich gemacht habe. Super. Ich habe erst mal gedacht, okay, Einläufe habe ich noch nie gemacht. Ja. Aber ich muss sagen, also ich finde es gar nicht schlimm. Ich mache das super gerne. Ich fühle mich danach immer viel besser. Ganz genau. Und also auch... Ja, ich wurde auch darauf angesprochen, ja. Und yeah. Die auch gesagt haben, ja, wow, du siehst irgendwie anders deine aus. Haut ist viel besser geworden. Ich selbst merke das auch. Und, Du bist auch irgendwie ein bisschen brauner geworden. Du weißt, es könnte auch an den Beta-Carotin, an den vielen Algen, die du zunimmst, liegen. Und deine Haare wurden auch voluminöser. Und zwar liegt es daran, Leute, wenn ihr mit vielen Mineralien versorgt seid, ihr müsst euch mal Maria Kagiaki anschauen. Sie ist Ende 50 schon und hat so voluminöses Haar, weil man genug Mineralien, Vitamin E und diese ganzen Mikronährstoffe hat, die das ganze Gewebe aufbauen. Sehr schön. Das hat mich sehr gefreut, dich hier so strahlend zu sehen. Du hast wirklich einen super Eindruck. Ich glaube, die besten Werbeträge gibt es nicht dafür, um hier zum Bioscan vorbei
jetzt schon die Ernährungsumstellung anzugehen. Vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank auch dir, Kathi. Ja, gerne. Danke dir. Ciao. Ciao. Kathi hat noch eine kleine Ergänzung. Und zwar haben ja viele immer das Bild von der gesunden Ernährung, dass es so teuer sein muss. Wie waren so die Ernährungsweise nach der Umstellung? Wie viel hast du bezahlt? Also am Anfang, klar, muss man ein bisschen mehr investieren, wenn man dann zum Beispiel so die Basics, Buchweizen, Amaranth, Reis und so weiter, das alles kauft. Dann waren es vielleicht so inklusive Gemüse, erster Einkauf so um die 35 Euro. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, pro Woche zu zweit, also ich habe das mit meiner Mama zusammen gemacht, sagen wir höchstens 30 Euro, also eher weniger, also im Durchschnitt 25 Euro zu zweit bezahlt. Und da haben wir vorher für weitaus mehr Geld eingekauft. Ja, klar, durch die ganzen Milchprodukte, Käse und so weiter, das ist ja das, was teuer ist. Und eigentlich im Durchschnitt echt viel günstiger. Und wir haben im Bioladen eingekauft. Also alles Bio, Demeter-Qualität, ja. Wow. Von daher, ja. Okay. Also ist es eigentlich gar nicht so, dass die Leute immer glauben, hier, man muss da so viel Geld ausgeben, sondern man kommt eigentlich schon ganz gut zurecht. Und wie hast du die Ernährung denn, was hast du denn alles weggelassen? Du hast ja vorher Weizen, Milchprodukte, Fleisch, genau. Du hast ja volles Paket. Und wie sah jetzt die Ernährung so aus? Also Fleisch habe ich schon länger nicht mehr gegessen, also das hatte ich schon umgestellt. Aber ja, Fisch habe ich noch gegessen. Ja, viel Brot, viele Milchprodukte und am Anfang, klar, habe ich ziemlich darauf geachtet, dass ich das alles weglasse, habe aber zwischendurch mir auch mal ein Brötchen gegönnt mit Käse und Frischkäse oder irgendwie auch mal was Süßes oder so. Wie oft kam das vor? Jetzt in den wie vielen Wochen war es? Also jetzt sind es fast 3 Wochen und ich sag mal, ich habe jetzt so 2-mal Brot gegessen, okay. 2-mal ein bisschen Käse und dann irgendwie auch mal so ein Kaffeestückchen oder so heute als Belohnung zur Klausur. Sehr gut. Ja, oder also alles so, keine Ahnung, höchstens so 2-3 Mal, aber so ein kleines Cheat Meal. Also jetzt nicht so in Unmengen, aber so ein bisschen ist schon okay. Richtig. Dann. Und du hast ja ganz konsequent das Frühstück dafür aber ausfallen lassen, oder? Ja, genau. Also ich habe dann immer bis 12 gewartet. Also klar, ich habe dann eben die Flüssigkeiten, also Zeolit und so eine Lichtkraft und so weiter, das habe ich zu mir genommen. Aber ansonsten erst um 12 Uhr angefangen zu essen und auch darauf geachtet, dass ich halt nicht später als 20 Uhr noch super, was esse. Und das hat gut geklappt? Und das hat gut geklappt. Klar, manchmal denkt man so, ich habe jetzt irgendwie Hunger oder so, aber das ist dann, das braucht man eigentlich nicht. Also es ist meistens dann irgendwie nur der Appetit. Richtig. Und man merkt halt dann, nee, es geht auch so. Ganz also klar. Der Körper hat halt viel mehr Zeit, um halt ja, alles zu resorbieren, also die Nahrung und auch zu entgiften und so weiter. Und richtig, sehr gut. Ja. Und hast du auch so gemerkt, dass es mir immer aufgefallen, wenn ich dann nicht gefrühstückt habe, kamen mal so Schübe von Appetit, aber die sind dann von alleine teilweise wieder weggegangen. Vor allem auch, wenn man dann eben viel trinkt, richtig. Ja, am Anfang, also auch so das dann zu sich nimmt, dann hat man keinen Hunger mehr, weil der Körper ganz ist dann schon gesättigt quasi. Richtig, ja. Und es hält dann auch an. Ganz genau. Die Stunden dann noch. Richtig. Ja. Du hast halt auch viele Mineralstoffe aufgenommen, sehr viel Chlorella, Zeolit, wie gesagt, Vitamin C, Vitamin D3. Ja. Also das volle Programm. Und dann ist der Körper natürlich auch vollkommen versorgt mit allen Mikronährstoffen. Genau. Richtig. Super. Also kannst du es. Du hast noch äußerlich etwas angewandt. Und zwar eine spezielle Creme, stimmt? Ach so, ja, genau. Und zwar, wie heißt denn die Creme? Das ist ein Geheimnis. Ich werde darüber noch eine Sendung machen. Aber du kannst vielleicht schon mal die Rezeptur. Weißt du, was draufsteht? Was ist denn da drin? Also auf jeden Fall Shea Butter, genau. Aloe Vera. Richtig. Was noch, weißt du das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es noch. Genau, also die Creme benutze ich, genau, da wird er nochmal was drüber sagen. Ja, und ich benutze die Naturseife, auch von dem Herrn, der das vertreibt. Ganz genau. Und ich lasse nichts anderes mehr an meiner Haut, weil alles komplett Naturseife, damit reinigen. Perfekt. Dann nehme ich das Magnesiumöl auch nach dem Duschen auf die Haut, ins Gesicht und auch öfter. Nicht jeden Tag, aber schon öfter auch die Creme. Das macht die Haut schön weich und glatt. Ganz genau. Ja. Das heißt, von außen perfekte Pflege, aber du hast ja auch noch ein Peeling für den Darm angewandt, genau. In den du mit Zeolit Einläufe gemacht hast. Genau. Wie hat sich das angefühlt? Am Anfang war es halt irgendwie erstmal ungewohnt, ja, weil man das halt nicht gewohnt ist, aber so mit der Zeit ist es super angenehm. Also es ist einfach, weil man weiß, man tut sich selber und seinem Körper was Gutes. Der ganze Dreck, der ganze Schmutz, die ganzen Giftstoffe kommen raus und danach ist wirklich, man fühlt sich danach einfach so erleichtert. Richtig. Und man denkt so, okay, wow, irgendwie, ich bin jetzt sauber. Und man sieht vor allem auch teilweise konkrete Resultate. Du hast ja gesagt, kleine Steinchen sonstige Sachen, die darauf hindeuten, die nicht ganz normal aussehen. Ja, wo man sich fragt, wo kommt das eigentlich her? Ja. Die kommen dann mit raus und das ist ein befriedigendes Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Super. Ja.
Also kannst du es den Leuten auch empfehlen, so einen Ernährungsumstellung zu machen? Oder Fall. Ist es was, wofür man dich fürchten sollte, dass es so anzwingt? Nein, wirklich, mach das unbedingt. Also ich bin so froh, dass wir den David kennenlernen durften und dass wir den Bioscan gemacht haben und die Ernährungsumstellung. Also es hat wirklich super viel gebracht. Ja, und weil ich auch so seit voll vielen Jahren schon einfach mit meiner Haut zu tun habe und nicht weiß, was ich machen kann oder was ich machen soll. Jetzt habe ich endlich was gefunden, was hilft. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar. Und kann es wirklich mitnehmen. Wie lange hast du denn die Probleme mit deiner Haut? Lange. Also wirklich seit, ich glaube, ich 15 bin. Wahnsinn. Und jetzt bin ich 22. 22, also das sind 7 Jahre. Ja. Und das ist ja auch was, was wirklich auf die Psyche geht. Ja, genau. Man fühlt sich schlecht, klar. Gell? Ja. Man hat ein mangelndes Selbstwertgefühl, obwohl es eigentlich nur ein paar Unreinheiten auf der Haut sind. Ja, ist so. Anderen Leuten fällt es gar nicht wirklich auf, aber halt einem selbst fällt es auf. Wenn man in den Spiegel guckt und denkt, okay, da ist jetzt ein Pickel, da ist ein Pickel, das gefällt mir nicht. Und richtig. Irgendwie, man fühlt sich dann einfach unwohl. Und man fühlt sich viel besser, wenn man halt weiß, okay, jetzt ist alles rein, ist alles sauber. Man hat, glaube ich, einfach viel mehr so Selbstbewusstsein und einfach so, man fühlt sich wohl an seinem eigenen Körper und strahlt man halt auch aus nach außen. Ja. Und die Menschen merken das, ja, man ist viel so positiver und strahlt halt richtig mehr. Und das ist ein ganz natürliches Bedürfnis danach, dass man sich verfeinern, verbessern, hübscher sein will, weil es liegt in der Natur des Menschen oder jeden Lebewesens allgemein, sich zu verbessern, zu verfeinern. Deswegen schön, dass du das so konsequent machst, weil viele haben Probleme damit, diese ganzen Sachen runterzubekommen. Okay. Aber wenn man erstmal drin ist, dann geht's. Ja, oder? Auf jeden Fall. Super. Man muss immer diszipliniert sein, sich dran halten und das durchhalten und einfach daran denken, dass der Effekt danach einfach so ein großer Erfolg ist. Und das müsste eigentlich so eine große Motivation sein, dass man sagt, okay, ich halte es jetzt durch. Und als du da mal gesündigt hattest, hast du dir nach Vorwürfe gemacht oder hast du es einfach... Erstmal habe ich so gedacht, oh ja, war das jetzt so gut oder nicht? Aber dann dachte ich so, ach komm, wenn der Körper so das Verlangen danach hat, dann kann man auch dem mal nachgeben und sagen so, ein bisschen was cheaten, sage ich mal, ist dann schon okay. Aber halt jetzt nicht jeden Tag irgendwie einen Burger und Schokolade oder sonst was. So, es geht ja um die großen Mengen. Dann so kleine Mengen ist dann mal okay. Richtig. Das braucht man auch mal Genau. Es geht um die Bilanz, Leute. Das heißt, wenn ihr wirklich so einen gesunden Lebensstil pflegt, dann kann man sich auch mal was gönnen, was nicht so 100% gesund ist und der Körper kompensiert das. Es gibt sogar Studien, die sagen, das aktiviert sogar das Immunsystem. Alles klar, Kathi, vielen, vielen Dank. Gerne. Für diese super Auskunft. Ja, bitteschön. Und macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Shortcut-Sendung hier von Mr. Raw. Ich habe den Philipp hier. Hi Philipp. Ja, hi David. Philipp hat eine klasse Entwicklung hingelegt in der letzten Zeit und wird euch dazu gerne mal seine Story erzählen. Also Philipp, wie war es vor 2 Jahren? Wo war da dein Stand? Ja, vor 2 Jahren, das war eigentlich richtig heftig bei mir, weil ich hatte sehr starke Muskelzuckungen am ganzen Körper, unkontrolliert. Ganze Muskelstränge haben gezuckt, vor allem an die Waden, aber auch an anderen Stellen, an den Armen, hinten am Rücken. Ich habe dadurch auch sehr psychische Probleme auch stark gehabt, aber auch durch die Muskelzuckungen dann nochmal Schlafprobleme bekommen, noch mehr halt mit dem Psychischen. Und es war einfach richtig heftig. Ich war bei verschiedenen Ärzten, aber keiner konnte mir weiterhelfen. Und ja, irgendwann dachte ich mir, komm, das kann es nicht sein, jetzt musst du deine Gesundheit mal selber in die Hand nehmen. Und habe halt dann angefangen mit Leberreinigung nach Andreas Moritz und so ein bisschen besser geworden, aber ist nie ganz weggegangen. Und dann habe ich Vitamin B12-Kur gemacht, weil der Spiegel total im Keller war einfach. Die Ärzte haben nichts gesagt, ich habe es messen lassen, aber bin da überall selber draufgekommen, mehr oder weniger. Ja. Ja, und dann ging es halt immer so weiter. Es ist immer ein bisschen besser geworden. Ich habe auch gefastet, das hat extrem viel bei mir gebracht. Ja? Ja, voll. Du hast auch mehrere dieser Lebergallenreinigungen gemacht, hast du gesagt. Ja, ich bin jetzt aktuell, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, momentan ist die 24. oder 25. Das ist natürlich klasse, also Leute. Ja, seit über 2 Jahren bin ich dabei. Sehr gut. Und es kommen halt immer noch Steine. Aber in 3-4 Monaten geht es bei mir auf Weltreise und dann höre ich halt auf, weil unterwegs ist echt schwierig. Ja. Auch du brauchst halt gutes natives Olivenöl und die Zitrusfrüchte. Das wird noch gehen, aber ja, ich glaube, 2,5 Jahre reicht dann auch noch. Und du hast ja tatsächlich in der letzten Zeit wirklich richtige Fortschritte gemacht. Also das Muskelzucken hat dir stark nachgelassen, besonders seit du jetzt auch auf einmal am Tag Essen umgestellt hast. Genau. Sagtest du, merkst du schon deutliche Unterschiede, oder? Ja, also ich esse jetzt seit diesem Jahr, seit 1.1.2018 nur noch Rohkost und halt seit einer Woche habe ich umgestellt, dass ich nur noch einmal am Tag esse und damit geht es mir halt total gut. Okay. Dann habe ich zusätzlich halt noch Vitamin D3 jetzt genommen oder nehme es immer noch, hochdosiert
und die Muskelzuckungen sind halt, kann es sein, einfach so geil. Hört ihr das, Leute? Sensationelle Geschichte. Muskelzuckung weg. Die Ärzte haben schon gesagt, damit muss man sich anfreunden oder ist schwer wegzubekommen. Aber alles ist möglich, wenn man wirklich konsequent seinen Körper reinigt, ja, den richtigen Mindset hat, auch die richtige Motivation. Da kann ich wirklich nur gratulieren, weil viele haben solche Symptome, aber sind sich nicht dessen bewusst, dass sie eigentlich selbst durch ihre Ernährungsumstellung und durch ein konsequentes, nachhaltiges Handeln darauf so einen Einfluss nehmen können. Die zweifeln daran. Was wir zu solchen Menschen sagen, die da so, nicht so eine Motivation, nicht so eine Überzeugung haben, dass Rohkost helfen kann. Ja, ich würde es halt auf alle Fälle einfach mal ausprobieren und nicht auf die Ärzte verlassen oder auf irgendwelche Schulmediziner, sondern einfach auf die Heilungskräfte, die man immer selber in sich trägt und halt versuchen, dann mit so unterstützenden Maßnahmen halt seine eigenen Heilungskräfte zu aktivieren. Ganz genau. Und um das zu tun, wollte ich euch noch mal eine ganz wichtige Sache sagen. Und zwar, unser Körper ist hochgradig intelligent. Das heißt, wenn ihr eben jeden Morgen um eine bestimmte Uhrzeit zum Beispiel 40 Chlorella gebt, dann ist der Körper so, dass er sich darauf einstellen kann. Das heißt, er überlegt sich, okay, ich habe jetzt 40 Chlorella benommen, ich weiß, die kommen morgen wieder. Das heißt, ich kann diese 40 Chlorella jetzt in den Aufbau stecken, in die Regeneration von Nervengewebe, vom Muskelgewebe etc. Wenn ihr das ein oder zwei Tage ausfallen lasst, dann denkt der Körper, hey, kriege ich das jetzt wieder oder nicht? Er muss damit haushalten. Das ist wie wenn man euch jeden Tag 5.000 Euro auf ein Konto geben würde. Was würdest du machen, wenn ich dir 5.000 Euro jeden Tag, würdest du dann das Geld sparen oder würdest du sagen, ich krieg doch eh morgen das Geld? Ja, eben. Ganz genau. Man fängt an, das Haus zu renovieren, man gibt das Geld aus und der Körper ist genauso. Also ist es ganz wichtig, einen Rhythmus ins Leben zu bringen. Zu ganz bestimmten Uhrzeiten, ganz bestimmte Nährstoffe konsequent über Monate und Jahre in den Körper reinzugeben, damit der Körper damit ideal haushalten und alles reparieren kann. Und wenn dann das entsprechende Nährstoffspektrum da ist, dann können alle Krankheiten, die alle aufgrund von Mangel entstehen, auch dadurch geheilt werden. Deswegen, Leute, seid konsequent in eurer Ernährungs- und Lebensweise und macht es wie er oder ich, dass ihr wirklich nachhaltig jeden Tag diszipliniert euer Programm abspult. Natürlich hast du auch dazu Sport gemacht, du machst Calisthenics. Ja, ich mache 3 bis 4 Mal in der Woche Calisthenics, jetzt seit 2 Jahren. Und ja, mache Sport, so viel es geht, Bewegung draus. Ich gehe so viel es geht, gehe ich auch raus, mache draußen Sport. Super. Das ist mir einfach wichtig, draußen in der Natur zu sein, auf jeden Fall. Und die ersten Tage waren jetzt gar nicht so schlimm, ohne mit einmal am Tag essen, du sagst. Nee, überhaupt nicht. Obwohl du ja vorher ein guter Esser warst. Ja, ich war ein wirklich sehr guter Esser. Ich habe riesige Portionen gegessen, das ist teilweise schon unmenschlich gewesen. Ja. Und dann habe ich halt von einem auf den anderen Tag, habe ich dich angerufen, hast du mir gesagt, hey, komm, lass die eine Mahlzeit weg, weil ich momentan noch so ein bisschen Probleme habe mit der Umstellung auf Rohkost. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probierst du es halt einfach mal und es ging halt total easy. Ich trinke halt dann, also mittags esse ich mein Buchweizen, immer Buchweizen mit ein bisschen anderen Sachen noch und abends trinke ich halt jetzt einen Saft mit Weizengras oder mit Spinat und das passt halt einfach. Perfekt. Gar keinen Hunger mehr. Perfekt. Mir geht es einfach gut in der Früh. Ich stehe auf, ich kann um 5 Uhr aufstehen, wenn es sein muss, bin topfit, bin energiegeladen und gehe halt den ganzen Tag durch den Tag halt durch mit Power. Ja. Oh, ganz genau, Leute. Ihr seht, ich bin nicht der Einzige, der dieses Programm abschult. Absolut. Ich fühle mich genauso und es ist wirklich so. Leute, wenn ihr nährstoffreich mittags esst, das heißt, entweder Wildkräutersalat, Buchweizen, frisch gepresste Gemüsesäfte oder halt hochgradig mit Spirulina, Chlorella und anderen Mikronährstoffen aufladet, dann ist der Körper zellulär versorgt und hat keinen Appetit. Ihr kommt also wunderbar durch den Tag. Ganz wichtig, Leute, bei der Finsternis hier in Deutschland, D3 hochdosiert, kommt mir nicht mit 1000 oder 2000 oder 3000 Einheiten, Leute, 50.000 internationale Einheiten jeden Tag plus Magnesium transdermal über die Haut plus etwas Bohr am besten oder halt Weizengras, wo Bohr enthalten ist. Alles klar, ich danke dir vielmals, mein Lieber. Danke dir, wirklich David. Wirklich toller Eindruck und herzlichen Glückwunsch zu deiner tollen Genesungsgeschichte. Danke dir. Und ich hoffe, wir hören uns noch bald mal wieder, wenn du von der Weltreise wieder da bist. Cool. So, heute macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Gast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen nochmal zur letzten Shortcut-Sendung von Rohkost, Umstellung auf vegane Rohkost. Mr. Raw erklärt euch, wie es geht. Und zwar folgendes. Alle wollen irgendwie immer entgiften. Ist ja super, gell? Aber überlegt doch mal, wenn ihr entgiftet, was macht der Körper? Er gibt Giftstoffe ab. Und was wiegen die Giftstoffe? Die wiegen einige Kilos. Das heißt, alles, was bei der Entgiftung rauskommt, sind Gifte. Also man kann nicht entgiften, ohne abnehmen zu wollen. Viele hatten wir letztens in dieser Sendung und auch in der letzten Sendung, die immer gesagt haben, ey, ich will entgiften, ich will meinen Körper annehmen und meine Ernährung umstellen, aber ich will nicht abnehmen. Aber überleg doch mal, wer entgiften will, der will doch auch Gifte rausscheiden. Und wenn diese Gifte im Körper bleiben, ist es nun mal kontraproduktiv und man kann nicht zunehmen. Ich habe es euch jetzt öfter schon erklärt. Ihr müsst euch vorstellen, alle Organe leiden unter der Vergiftung des Körpers. Wenn ihr die Vergiftung aufgehoben habt, fällt es eurem Körper viel leichter, gesundes Gewebe aufzubauen. Deswegen macht man das ja gerade, damit der Körper gesünder ist und alle Organe richtig funktionieren. Also beim Entgiften ist es ganz logisch, Leute,
Entgiften bedeutet abnehmen. Für alle, die es jetzt begriffen haben, für alle nicht, probiert es einfach mal aus, Leute, und macht es so, dass ihr auch, sag ich mal, in einer Zuversicht es tut, dass es ihm danach wieder zunimmt. Habt keine Angst davor, Leute. Habt keine Angst davor, abzunehmen. Wenn ihr schon wisst, hey, ich nehme jetzt zwar 1, 2, 3 Wochen, vielleicht auch einen Monat ab und dann baue ich auf mit dem nötigen Trainingsprogramm. Und damit das alles sauber funktioniert und ihr auch wisst, wie ihr euch ernähren müsst, zu welchen Uhrzeiten ihr esst, kommt ihr am besten bei mir im Bioscan machen, hier unter dem Video verlinkt. Hier sind auch die Superfoods alle verlinkt, die ihr dafür braucht. Alle, die schon bei mir waren, hier könnt ihr die auch nachbestellen. Ja? Ihr wisst ja jetzt, was ihr dann nehmen müsst, um diese spezielle Entgiftungsphase einzuleiten und dann gesund und ohne Komplikationen, ja tatsächlich, ohne größere Entgiftungserscheinungen, euch wieder gesund aufzupäppeln. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Leute. Ich hoffe, die Sendung hat euch mal wieder ein paar schöne Eindrücke gegeben, was für sensationelle Effekte man erleben kann, wenn man umstellt auf vegane Rohkost, und ihr folgt uns in der nächsten Sendung. Abonniert diesen Kanal, drückt auf die Glocke hier unten unter dem Video, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst. Gebt mir einen Daumen hoch und kommentiert dieses Video, falls ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder Informationen für mich habt. Ich danke euch, dass ihr da seid, Leute. Ich lerne von jedem von euch immer wieder Neuigkeiten dazu. Es ist sensationell, und dafür nochmal ein großer Dank. Macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Sendung.